Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich nehme noch einen weiteren Part Fußball Manager 13 auf. Ich will eigentlich bis zur Winterpause noch mal ein bisschen vorwärts kommen. Deswegen, also bis die Winterpause endet. Und deswegen machen wir hier das nächste Spiel gegen Liverpool auch noch. Das ist gegen Tottenham. Entschuldigung, versprochen, Liverpool war im letzten. Das ist, denke ich, auch noch mal ein Spiel, das man im Textmodus machen kann. Und dann sagen wir denen, nutzt eure Schnelligkeit, ihr könnt die stehen lassen. Wir sagen direkt Konzentration, Jungs. Rakitic, Lewandowski, glänzend reagierten Loris. Braucht immer ewig, bis der das anzeigt. Ich verstehe nicht warum. Manchester, Spieler von Manchester sind voll konzentriert. Wahnsinn, wenn das direkt fruchtet. Dallas zur Ecke abgefälscht, aber Ecken können wir doch nicht, lieber Fußballmanager, das weißt du doch. Dann sage ich, geht drauf, Jungs, macht sie fertig. Schade. Schon wieder Loris, Mann. Verkackter Torwart, hör mal auf, gut zu halten. Franzosen dürfen das nicht. Nächste Ecke, die nichts einbringt. Außer eine weitere Ecke. Ja, die werden alle nicht wirklich voll angezeigt. Ecken. Wir brauchen einen, der Ecken schießen kann. Hoffmann wollte, dass mal die anderen Spieler Spielberechtigungen bekommen. Wir können jetzt sagen, Jungs, wärmt euch auf. In der Halbzeit können wir vielleicht wechseln. Schon wieder kein Tor, Mann! Ecke von Bale. Zieler, ich dachte schon, sowas kann er sich nämlich schnell mal rächen, wenn du vorhin die ganzen Dinger nicht machst. Das wissen wir ja alle zu gut. Der Fußball ist da gnadenlos. Ecke von Bale. Company ist da, klärt Postwenden per Kopf. Lewandowski weiterleitet, Lewandowski, Keeper. Nein, oh, überwindet ihn und abseits. So klug. Ja, ist gut, dass es in der Kreativabteilung von Tottenham hapert. Ist ja auch ein alter Club, der nicht wirklich außer Bale nicht wirklich was zu bieten hat, der meiner Meinung nach auch ein bisschen selbst überschätzt ist, seitdem er bei Real ist. Aber gut, ist nur meine bescheidene Meinung. Müsst ihr ja nicht teilen. Vielleicht teilt der ein oder andere ja auch, vielleicht sind andere komplett in der anderen Meinung. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Bale findet und seine Rolle bei Real Madrid, Manchester United haben wir. So, David Luiz raus, Benatia rein und den letzten Wechsel heben wir uns auf, um eventuell nach der Halbzeit nochmal zu reagieren. Wir sagen nochmal Konzentration, damit wir voll konzentriert hier aus dieser verdammten Halbzeit kommen und das Ding hier zu unseren Gunsten entscheiden. Wäre schön, wenn wir weiter am Rollen bleiben. Verletzung, Gareth Bale. Yes, 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 yes. Bitch. Cleverly kommt für Bale. Das ist natürlich eine klare Schwäche. Guter Angriff, ist da viel zu unkonzentriert. Ich glaube, Cavani könnte, Lewandowski könnte ein Mann für eine Auswechslung sein. Gucken wir mal, wen können wir denn auswechseln? Vor allem, wen können wir einwechseln? Danilo als Rechtsverteidiger. Bringen wir mal Danilo, weil Rafael heute nicht ganz so stark unterwegs ist. Wow!
aus Versehen unten auf der Knöppelche gekommen. Kommt schon, Jungs, geht mal vorne drauf. Sigurdsson kommt für Dembele, nimmt sich nicht ganz so viel. Korker für Gala, also ich finde Korker stärker, muss ich sagen. Kann sich gut entwickeln, wenn man das geschickt anstellt. Jungs, wir brauchen den Sieg. Macht mal was jetzt. Etwas ungenaue Hereingabe, aber Rakitic bekommt den Ball, hat keine... Oh Mann, das gibt's doch nicht. Macht das Ding mal rein. Ah, das gibt's nicht. Ecken bringen überhaupt nichts. Immerhin haben wir jetzt nochmal Chancen, kommt schon, da geht noch ein bisschen was, voller Angriff. Ah, 0-0, nein. Nur ein Punkt, das ist zu wenig. Puh. 12 Punkte ist Manchester City schon weg. Wir sind zwar noch in Reichweite von Chelsea, aber ich hätte gern, dass City nicht Meister wird. Aber es wird jetzt verdammt schwer, da müssen wir alle realistisch sein. Ja, müssen wir ganz klar sagen, die Stürmer sind hier in der Kritik. Das ist mir egal, ob sie einen Moralpunkt verlieren, die haben es heute ein bisschen vergeigt. Kann man sagen, was man will. Und dann kommt als nächstes schon wieder der FA Cup. Junge, Junge, geht Schlag auf Schlag hier. Ich glaube, es war aber jetzt der letzte Part, weil meine Luft, die schwindet gerade so ein bisschen. Ist schon ewig lang, die Aufnahmesession. Du wirst in der Regel spielen. Hast einen Zweikampf mit Luke Shaw, den kannst du für dich entscheiden oder auch nicht. Liegt dann an dir, Keule. Abstieg. Das und das. Das und das. Ansonsten hier noch ein bisschen höher. Nicht-Abstiegsprämie ist der größte Schwachsinn, den es je gab. Da Manchester United garantiert nicht absteigen wird, auch unter meiner Regie nicht. Ich denke, wir haben uns ja jetzt einigermaßen gefangen. Das heißt einigermaßen, wir haben uns schon gefangen, würde ich sagen. Stammplatzgarantie setzt dann, will er das nicht. Okay. Dann aber nur in der Regel. Büttner, sagen wir jetzt, ist okay. 15 Millionen sind super. Kriegen wir das Geld für Santor fast raus. Santor kann auch rechts und in der Innenverteidigung spielen. Sehr flexibler Mann und auf jeden Fall talentierter. Ein Jahr jünger und ein Punkt stärker. Alexis Sanchez erhält Arbeitserlaubnis. Nice. Das heißt, im Rückspiel gegen Chelsea können wir den einsetzen dann. Und wir setzen auch hier mal auf die Jugend, dass wir da noch ein bisschen aufbauen. Jugendinternat ist voll ausgebaut, aber das Jugendzentrum, das kann noch. Okay, geht noch nicht. Dann machen wir die Trainingsplätze. Die sind gerade am Bauen. Dann das Trainingszentrum. Das geht. 3,15. So. Alexis Sanchez erhält Arbeitserlaubnis. David Santon steht im Team und Büttner ist auch weg. Nice, nice. Haben wir noch alles geregelt hier. Müssen wir mal gucken, ob wir da zwei Spieler verleihen, aber es ist halt schwierig, wenn ich nicht weiß, wann die Arbeitserlaubnis eintrudelt. Das ist echt kacke gemacht, muss ich sagen. 81, 82. Kacke gemacht ist das, lieber Fußballmanager. Nachher habe ich so viele unzufriedene Spieler, ich sehe es schon kommen, weil ich sie nicht verleihen konnte. 76, dann kriegst du jetzt
65 die Grätsche. Und hier weiter, David Santon können wir aber direkt einsetzen, oder? Okay, wir können einige direkt einsetzen. Erstmal David Santon, damit ich das nicht vergesse. Er müsste doch die englische Sprache eigentlich schon können, wollte mich verarschen. Der ist doch nicht erst seit gestern in England. Oh Mann, 75. Hallo, 75, du dummes Ding. 75, alter Schwede, der ist schon ganz schön nice. 71, 70, 74, 74, Mann, warum springst du immer auf Flanken? Das kann er doch. 73, Alter, reagiert so scheiße langsam, manchmal. Er ist zum Heulen. Zum Heulen ist das. So, 71. 71 sei schon. 76, Mann, meine Fresse. So, und jetzt, na komm, machen wir das individuell, das geht ja schnell. David Santon rückt für Luke Shaw rein. Casillas für Zieler. In der Innenverteidigung brauchen wir nichts ändern. Auf defensiven Mittelfeld auch nicht. Rechtes Mittelfeld könnte man eventuell was ändern. Oder links. Der hat hier eher so rechts seine Stärken. Rechtes Mittelfeld, das heißt, Isco geht dann nach links. Lallana auf die Bank. Genauso wie Gündogan, der mit Pogba tauscht. Januzaj geht raus, dafür kommt Benteke und Sterling auf die Bank, dafür Benatia weg. Dafür kommt dann hier Danilo, weil er stark drauf ist, und hier dann Benatia. Boah, Alter, meine Bank ist überragend. Und Luke Shaw mit einer 76, der muss eigentlich nochmal spielen, aber es geht nicht. Oh. Wenn ich wüsste, dass jetzt alle schon dann ihre Erlaubnis haben, ne? Naja, machen wir noch den einen Tag weiter, dann sehen wir ja. Sag nicht, du bist hängen geblieben. Ey, Fußballmanager, ich bring dich um. Ich hätte dich umgebracht, ich schwöre. Hat ja ewig gebraucht. Wie gesagt, das Spiel hier gibt es dann im nächsten Part, liebe Leute. Da starten wir auch bei diesem Bildschirm wieder. Und ja, was soll ich sonst sagen? Ihr kennt das Prozedere mittlerweile, denke ich, nur zu gut. Von daher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video fleißig Daumen nach oben, damit ich weiß, jo, die Leute, die sind noch ehrgeizig dabei, die freut das, was du hier machst. Und ja, am besten dann auch noch einen schönen Kommentar schreiben, bin ich ja auch seit Wochen am Predigen. Schreibt fleißig Kommentare, dann weiß ich, jo, ihr guckt das nicht nur und gebt mal vielleicht sinnlos einen Daumen nach oben, sondern auch sonstiges Feedback, das ist immer noch ein Tick besser als Daumen nach oben, dann weiß ich noch besser, woran ich bin, und daher würdet ihr mir damit noch mehr helfen als nur mit einem Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr gerne auch in andere Videos reinschauen oder in andere Playlisten oder einfach mal in der Videobeschreibung. Dort stehen viele wichtige Infos. Wem das noch nicht reicht, der kann ein Abo dalassen, um wirklich keins meiner Videos zu verpassen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Freunde.